Anja Kost modernisiert ihren Edeka-Markt in Wallstedt. Vor 10 Jahren eröffnete ihr Vater Heinz Kost den Markt in der Neumünsterstraße. Vor 1,5 Jahren übernahm sie den Betrieb. Eine Woche dauerte der Umbau. Am Donnerstag, den 7. März, fand nun die große Neueröffnung statt. Die Gründe für die Modernisierung sind vielfältig. Der Grund für diese Umbaumaßnahmen besteht im Großen und Ganzen eigentlich natürlich darin, zum einen dem Markt ein neues Flair und ein neues Gesicht zu geben und zum anderen aber auch ganz dringend wollte ich Energie einsparen, was bedingt durch die komplett neuen Kühlanlagen und neue Lichtgestaltung ungefähr 30.000 Euro im Jahr für mich an Kosten ausmachen wird, was ja nicht so ganz unerheblich ist. Energie sparen die neuen Tiefkühltruhen, beispielsweise durch eine Abdeckelung. Auch der Fleischertresen folgt modernsten Anforderungen und lässt sich durch ein neues Umluftverfahren besser steuern. Ein weiterer Grund war, dass ich unbedingt noch eine 5. Kasse haben musste, damit ich hier in meinen Stoßzeiten das Ganze ein bisschen entzerren kann und nicht mehr die langen Wartezeiten für die Kunden da sind. Und ich habe auch durch die neue Sortimentsgestaltung nachher ein bisschen mehr Platz und kann noch mehr Sortimentsvielfalt anbieten, mehr regionale Produkte und noch besser auf die Kundenwünsche eingehen. Anja Kost arbeitet mit vielen regionalen Erzeugern zusammen. So muss sich der Kunde hier keine Sorgen darum machen, woher die angebotenen Eier stammen und unter welchen Bedingungen sie erzeugt wurden. Knapp 50 Edeka-Märkte besuchte sie in den vergangenen Monaten, um sich Anregungen für den Umbau zu holen. Und das hat sich gelohnt. Auch die Kunden freuen sich über das neue, frische Design und die angenehme Atmosphäre. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt für Frau Kost. Also sie war ja irrsinniger Stress, so einen Umbau zu wuppen während Ladenbetrieb und kurze Schließungszeiten nur. Und das wurde echt toll. Also hat sie richtig toll ausgebaut. Man sieht auch die Veränderungen. Man wusste ja vorher gar nicht, ob man vielleicht gar nicht so viel bemerken davon wird. Aber es ist schon Wahnsinn. Also optisch ist es wirklich wunderbar. Auch der Bäcker zeigt sich den Kunden nun von einer moderneren Seite. Die neue Kasse sorgt für Entlastungen in den Spitzenzeiten. Am Obst- und Gemüsestand gibt es nun die Möglichkeit, sich direkt beim Einkauf mit Rezeptvorschlägen beraten zu lassen. Moderne Wurst-, Fleisch- und Käsetheke sowie eine größere Getränke- und neu gestaltete Weinabteilung sorgen dafür, dass sich die Kunden in ihrem neuen Edeka-Markt wohlfühlen, und das ist Anja Kost und ihrem Team wichtig. Denn wir lieben Lebensmittel und wir leben das auch.